Hallo aus Mainz und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir unsere nächste große Reise unternehmen, wollten wir euch mal einen Rückblick geben über die letzten 2 Jahre, quasi ein Fazit ziehen, was wir so erlebt haben und was wir für Erfahrungen mit unserem Detlefs Trend gemacht haben. Wir haben ja vor ziemlich genau 2 Jahren uns entschieden, ein Wohnmobil anzuschaffen und haben uns einen Detlefs Trend 7057 EBL gekauft. Ein Wohnmobil mit einer sogenannten Face-to-Face-Sitzgruppe, das hat uns sehr gut gefallen und mit dem sind wir auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt insgesamt 22 kleinere oder größere Reisen unternommen und haben dabei etwa 19.000 Kilometer zurückgelegt und insgesamt 145 Mal im Wohnmobil übernachtet. Wir waren unter anderem in der Schweiz, in Luxemburg, in den Niederlanden, in Italien, in Spanien und selbstverständlich auch in Frankreich und sind in einigen Gegenden in Deutschland unterwegs gewesen. Natürlich haben wir noch viel vor. In 2 Jahren kann man logischerweise nicht alles schaffen. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich mal bei den Abonnenten im YouTube bedanken. Immerhin sind mittlerweile 400 Abos abgeschlossen und unsere Filmchen sind weit über 100.000 Mal abgerufen worden. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Vielen Dank dafür. Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen mit den YouTube-Videos. Wir wollen einfach nur über unsere Reisen berichten bzw. unsere Erfahrungen weitergeben. Genauso wie wir das selbst erlebt haben, bevor wir unser Wohnmobil bekommen haben, haben wir diese YouTube-Videos regelrecht gefressen, um eben Bescheid zu wissen, wie man sich verhalten muss und was man tun kann, wenn man als Wohnmobilist unterwegs ist. Doch nun zu unserem Fahrzeug. Es gibt Dinge in dem Fahrzeug, die uns besonders gut gefallen. Es gibt Dinge, die uns nicht so gut gefallen. Es gab logischerweise auch Sachen, die kaputt gegangen sind. Und über diese Dinge möchte ich jetzt erstmal berichten. Zunächst mal die Dinge, die uns geärgert haben, wenn was kaputt gegangen ist. Und das fing leider schon direkt am ersten Tag an. Als wir das Fahrzeug abgeholt haben, haben wir abends festgestellt, dass wir Wasser in der Küche hatten. Die Monteure vom Autohaus haben einfach vergessen, den Wasserschlauch richtig zu montieren, sodass hinter dem Küchenblock das Wasser rauslief. Das konnten wir glücklicherweise selbst beheben und es ist nur bei dem Schreck geblieben und bei einer kleinen Wasserpfütze. Das zweite war auch direkt beim Anfang, es wurde ein falscher Fahrradträger montiert. Wir hatten einen Fahrradträger bestellt, den man absenken kann, aber es war ein starrer Träger montiert. Man hat uns versprochen, diesen Träger auszutauschen gegen ein ähnliches Modell, was absenkbar ist, wo man auch keine zusätzlichen Löcher braucht. Wir haben dem zugestimmt und sind dann nach einem halben Jahr zu dem Autohaus nach Pirna gefahren und haben den Träger austauschen wollen. Als wir das Fahrzeug dann wieder abgeholt haben, war ein völlig anderer Träger montiert. Es wurden 2 zusätzliche Löcher gebohrt und der Träger ist relativ schlecht absenkbar, sodass man eigentlich den ersten hätte behalten können. Einen großen Schrecken haben wir bekommen, bevor wir unsere erste große Spanienreise begonnen haben. Wir waren beim Einräumen des Wohnmobils und haben festgestellt, dass das Waschbecken im Bad geplatzt war. Es war total kaputt. Große Aufregung. Wir haben uns einen Plastikkleber gekauft und haben das Becken notdürftig geflickt, denn zu einer richtigen Reparatur war keine Zeit mehr. Wir wollten ja schließlich am nächsten oder übernächsten Tag nach Spanien aufbrechen. Mit unserer Alarmanlage von Titronic, die Titronic Vipro 3 mit ProFinder, sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Allerdings hat
die Alarmanlage ab und zu mal eine Fehlfunktion. Man kann die Alarmanlage oder man kann das Fahrzeug mit dem Handy nicht mehr orten. Dann muss man ins Wohnmobil und die berühmte 10 Ampere Sicherung ziehen, ein paar Sekunden warten, die Sicherung wieder einstecken und die Alarmanlage ist wieder betriebsbereit. Mit Tetronic darüber gesprochen, war man bass erstaunt, dass man diesen Fehler nicht kennt und kann sich den auch nicht erklären. Allerdings, wenn man in die Facebook-Gruppe Tetronic geht, ist der Fehler hinlänglich bekannt. Wir sind also nicht die Einzigen. Dann hatten wir ein kleines Problem bei der Alarmanlage. Uns ist ein Sensor von einem Heki abgefallen, was natürlich einen Alarm verursacht hat. Und das war ziemlich unangenehm. Und dann war da noch der Kompressor unserer Luftfederung, der sich leider nach einem Jahr schon verabschiedet hat. Das Ganze ging natürlich auf Garantie, aber es ist ärgerlich, wenn so ein Teil nach einem Jahr kaputt geht und man dann noch aufgrund der kompletten Lieferengpässe fast 5 Monate auf den Austausch warten muss. Last but not least ist dann vor kurzem noch die Wasserpumpe unserer Trinkwasserversorgung kaputt gegangen. Es ist hier eine Tauchpumpe. Und da ja allgemein bekannt ist, dass diese Pumpen relativ schnell kaputt gehen, hatten wir schon für Ersatz gesorgt und konnten die während unseres Holland-Aufenthaltes direkt selbst umbauen, austauschen. Zur gleichen Zeit ging noch der Siphon der Spüle kaputt. Wenn man den Siphon sich genau betrachtet, sieht man, dass das eigentlich alles Spielzeug ist. Relativ dünnes Plastik, was wirklich nicht lange halten kann. Wir haben den dann ebenfalls in Holland ausgetauscht, haben uns bei Obelink einen Ersatz gekauft und direkt eingebaut. Das war es an Schäden. Es reicht ja auch. Es ist nicht zu viel, aber es ist einiges. Dinge, die uns aufgefallen sind, die man hätte besser machen können oder die man besser machen kann. Das ist zum einen im Sanitärbereich diese ganzen Armaturen, die relativ einfach gehalten sind. Die haben mit Haushaltsgarnituren oder Haushaltsarmaturen absolut nichts zu tun. Das fängt an bei den primitiven Siphons und geht über die Wasserhähne, über die Armaturen, über die Mischbatterien. Das dürfte bitte etwas besser sein. Wünschenswert wäre, wenn man bei den Kleiderschränken unter dem Bett, die wirklich sehr groß und geräumig sind, vom Werk aus schon eine Beleuchtung hätte. Wir haben das nachgerüstet, denn man kann in diesen Kleiderschränken nichts finden, ohne dass da eine gescheite Beleuchtung ist. Das Gleiche trifft zu für den Küchenschrank. Unter der Spüle, auch hier sollte von Werk aus eine Lichtquelle vorhanden sein. Es wäre auch sehr schön, wenn an der Sitzbank direkt am Eingangsbereich eine Klappe vorhanden wäre, dass man den Stauraum unter der Sitzbank direkt besser nutzen könnte, zum Beispiel für Schuhe oder für Ähnliches. Als letztes, was uns überhaupt nicht gefällt, ist das ein Autoradio bzw. Navigationsgerät von Blaupunkt, was bei uns eingebaut ist. Damit sind wir absolut unzufrieden. Es ist extrem schwierig, hier gescheite Sender reinzukriegen. Auch die Navigation funktioniert nicht besonders gut. Obwohl wir eine Camper-Software verbaut haben, hat uns das Gerät schon oft in die Irre geführt und hat bis jetzt eigentlich noch nie so richtig einen Campingplatz gefunden. Ganz im Gegenteil zu Google. Mit dem sind wir zufrieden, wenn wir es auf dem Handy dann haben. Es gibt aber auch einige Dinge, die uns sehr gut gefallen, mit denen wir hoch zufrieden sind. Da ist zum Beispiel unser Absorberkühlschrank, der wirklich sehr, sehr gut ist. Mit dem Kühlschrank sind wir hoch zufrieden. Ganz im Gegenteil zu dem, was man oft in YouTube-Filmen hört, dass Absorberkühlschränke nicht kühlen. Unser Kühlschrank kühlt fantastisch.
Sehr gut zufrieden sind wir auch mit der Auflastung. Als wir das Fahrzeug abgeholt haben, hatten wir ja mit Erschrecken festgestellt, dass wir ganz nah oder ganz knapp schon über der 3,5-Tonnen-Grenze sind. Durch die Linepay-Luftfederung konnten wir das Fahrzeug auflasten auf 3,85 Tonnen. Und was wir damals gar nicht wussten, dass durch die Luftfederung sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges ins Positive kehrt. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl beim Überholen oder wenn man überholt wird. Das Fahrzeug liegt wunderbar auf der Straße. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Was uns sehr gut gefällt bei dem Detlefs Trend ist der Möbelbau. Damit sind wir hochzufrieden. Wenn man rumguckt, überall, es gibt keine Spaltmaße oder die Spaltmaße sind gut eingehalten. Es ist wirklich sehr, sehr gut, der Möbelbau. Die Soft-Close-Funktion funktioniert sowohl bei den Schrankklappen als auch bei den Schubladen ganz hervorragend. Uns ist auch noch nie während der Fahrt irgendeine Schrankklappe oder eine Schublade aufgesprungen. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Das nächste, was uns sehr, sehr gut gefällt, sind die Matratzen. Wir schlafen im Wohnmobil wesentlich besser als zu Hause. Also da großes Lob an Detlefs. Sehr, sehr gut. Matratzen und Möbelbau. Damit sind wir hochzufrieden. Dann gibt es natürlich auch eine Reihe Dinge, die wir zusätzlich angeschafft haben, weil wir es bequemer haben wollten, beziehungsweise weil das für uns sinnvoll war. Da ist zum einen der Teleskopauszug in der Heckgarage. Hier haben wir uns entschieden, ein Regal einzubauen mit drei Schwerlastauszügen, wo man wirklich alles unterbringen kann. Und es ist super Ordnung. Darüber hatten wir ja auch einen separaten Bericht gemacht. Damit sind wir sehr zufrieden. Das Teleskopregal erfüllt voll seine Zwecke und ist super gut. Wir hatten schon über die Auflastung gesprochen, das ist der nächste Punkt, mit dem wir absolut zufrieden sind. Wir haben das Fahrzeug auflasten lassen mit einer Linepay-Luftfederung. Das ist zum einen, damit man mehr laden kann. Wir haben eine Kapazität von 3,85 Tonnen und das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert. Das Fahrzeug ist wesentlich besser auf der Straße. Wir haben unser Fahrzeug gesichert gegen Einbruch mit einer ganz einfachen Mechanik. Wir haben diese Ketten, ich zeige sie hier nochmal im Bild, verbaut. Und zusätzlich haben wir uns einen Elefanten angeschafft für die Aufbautür. Auch hier nochmal ein kleines Bild von dem Elefant 8, der abends in die Aufbautür kommt. Alle drei Türen sind total gesichert, sind von außen nicht mehr zu öffnen. Für die AdBlue-Sicherung haben wir uns hier diesen Metallverschluss angeschafft, der zusammen mit der Tankklappe arretiert wird. Dann haben wir uns den kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmäntel angeschafft, der uns ebenfalls vor Rauchgasen bzw. vor Kohlenmonoxid warnt. Gegen Überfälle mit Narkosegas haben wir uns den Gasmelder von Tetronic eingebaut. Der ist so gut und so empfindlich, dass er bei geringsten Mengen Haarspray schon Alarm schreit. Hier zeigen wir ihn nochmal. Bei den Sonnenblenden haben wir die Abstandshalter eingebaut, damit man die Sonnenblende richtig benutzen kann. Denn wir haben ja diese Remi-Verdunklungsvorrichtungen und ohne diesen Abstandshalter kann man die Sonnenblende nicht richtig benutzen. Im letzten Sommer haben wir uns entschieden, Schmutzfänger an die Vorderräder anzubauen. Das hat sich auch als sehr gut herausgestellt. Das Auto verschmutzt wesentlich weniger und es beugt auch dem ganzen Steinschlag vor. Letztes Jahr haben wir uns ein Luftzelt von DWT gekauft. Auch darüber gibt es einen separaten Bericht. Mit diesem Luftzelt sind wir absolut hoch zufrieden. Es wird an der Markise eingehängt und ist innerhalb von 10 Minuten einsatzbereit. Eine ganz, ganz tolle Sache.
Unser Vierfachthermometer zeigt uns jederzeit ganz genau an, welche Temperaturen im Gefrierschrank, im Kühlschrank, im Wohnmobil und auch draußen herrschen. Dann haben wir uns die EcoFlow Power Station gegönnt, die uns völlig unabhängig macht vom ganz normalen Stromnetz. Das heißt, wir können unterwegs unseren Kaffee kochen, man kann die Haare föhnen, wir können die Akkus laden. Alles das ist mit der EcoFlow problemlos machbar. Eine sehr gute Sache. Mit dem eingebauten Wechselrichter übrigens, den der EcoFlow hat, kann man wirklich alle Geräte benutzen, die 230 Volt benötigen. Ganz im Gegenteil zu, wenn man normalerweise freisteht, hat man keine Möglichkeit. Man braucht dann einen 230 Volt Anschluss. Letzten Winter haben wir uns dann noch diesen kleinen Heizlüfter Ecomat angeschafft. Auch den zeige ich hier nochmal. Ein wirklich kleines Gerät, was auf drei verschiedenen Stufen nutzbar ist und das Auto eisfrei gehalten hat. Zum einen. Und zum zweiten bei unserer zweiten Spanienreise. Da haben wir ja sehr viele Campingplätze benutzt, wo wir mit der AxiCard den Strom inklusive hatten. Wir brauchten fast kein Gas zum Heizen. Alles hat der Ecomat für uns bewerkstelligt. Ein nicht ganz preiswertes, aber sehr, sehr gutes Gerät. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte zu den Erfahrungen mit Händlern. Man hört ja allerorten momentan, dass sehr, sehr viele Wohnmobilisten mit ihren Händlern doch mehr oder weniger unzufrieden sind, dass man zwar was kaufen kann, aber sobald es irgendwo ein Problem gibt, sich die Händlerschaft zurückzieht und in mehr oder weniger Abwehrstellung geht. Unsere Erfahrung mit den Händlern ist folgende. Unser erster Händler, die Firma Kult in Pirna, wo wir unser Wohnmobil gekauft haben, dort waren wir zufrieden. Der Kauf wurde ordentlich abgewickelt. Was nicht so gut geklappt hat, hatte ich vorhin berichtet. Das war das mit dem Fahrradträger. Das ist ärgerlich, aber gut, ist passiert. Die erste Dichtigkeitsprüfung haben wir bei einem Händler ganz in der Nähe gemacht oder machen lassen, bei der Firma Raule Mobile Freizeit in Wiesbaden, 15 Kilometer entfernt von uns. Wir haben einen Termin vereinbart, der wurde anstandslos durchgeführt und Raule hat die Dichtigkeitsprüfung wirklich anstandslos gemacht. Raule hat auch die Reklamation bearbeitet mit dem Waschbecken. Das lief absolut problemlos, obwohl wir bei der Firma nie ein Auto gekauft haben. Wir sind behandelt worden wie langjährige Kunden. Überhaupt kein Problem. Auch hat uns Raule die Klebepunkte, die ja ab und zu mal abgehen, diese Holzklebepunkte, bei Detlefs besorgt. Das war überhaupt kein Thema. Sehr, sehr gut. Vielen Dank an die Firma Raule. Die Alarmanlage von Titronic konnte uns Raule nicht so einbauen, weil die keine Vorrichtung haben, den Schlüssel umzukodieren. Das haben wir dann bei Engel in Friedberg machen lassen. Auch da null Probleme. Engel hat uns die Titronic eingebaut und auch die Linepe-Luftfederung. Absolut kein Problem, obwohl wir auch dort ja kein Kunde waren bis jetzt. Wir sind behandelt worden wie ein langjähriger Kunde. Ganz im Gegensatz zu einem großen Wohnmobilhändler in Mainz, die Namen muss man ja hier nicht nennen, dort haben wir noch nicht mal ein Angebot bekommen, weil man keine Neukunden im Werkstattbereich mehr aufnimmt. Wahrscheinlich wegen Reichtum geschlossen. Unser Resümee der letzten 2 Jahre. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir bleiben bei diesem Hobby. Wir lieben das Fahren, das Reisen mit dem Wohnmobil. Wir lieben die Abwechslung, dass man dort stehen kann, wo man möchte. Wenn es uns nicht mehr gefällt, fahren wir woanders hin.
wirklich rundherum wunderbar. Wir freuen uns auch jetzt schon auf die nächste Reise. In 2 Wochen geht es wieder in Richtung Süden, über die Schweiz und Frankreich nach Spanien. Und das hat uns alles bis jetzt so gut gefallen, dass wir uns entschieden haben, uns nochmal ein anderes Wohnmobil zu kaufen, und zwar ein integriertes mit einer Hecksitzgruppe. Und wenn alles gut geht, dann werden wir im Frühjahr unser neues Wohnmobil, den Francia i740 Plus, bei der Firma Engel in Friedberg in Empfang nehmen können. Und dann werden wir uns von diesem Detlefs Trend wieder trennen. Ja, das war's. Soweit zu unserer Berichterstattung, unser Fazit der letzten 2 Jahre. Wir beantworten gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt. Stehen also gerne bereit für Auskünfte jeglicher Art. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.